Das Food Birthday Event ist im vollen Gange. Wir bekommen einige SBCs und eine schauen wir uns heute mal genauer an, weil die ist unvergleichlich. Es ist einfach ein Außenverteidiger mit 5 Sterne Skills und einem abnormalen Pace und der Preis geht auch komplett in Ordnung. Also mindestens 80% da draußen können sich den von euch locker leisten. Was für eine Karte das ist und ob ihr die jetzt am Ende wirklich mitnehmen solltet oder ob da irgendwie vielleicht noch ein Haken ist, schauen wir uns direkt an, bevor wir reingehen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, damit könnt ihr mich mega, mega unterstützen. Ist vor allen Dingen kostenlos, tut nicht weh, dauert nicht lang. Genug gelabert, wir gehen jetzt rein und schauen uns die Food Birthday SBC von Fredericks an. Und rechtsklick! Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir sind ja drinnen im Food Birthday Event mit geisteskranke Karten. Heute gibt es mal wieder eine SBC-Bewertung von mir, so eine kleine Meinungsabgabe dazu, weil es ist eine sehr coole SBC. Eine Food Birthday, logischerweise, und zwar ist es Ryan Fredericks, Jungs. Wir gucken uns die Karte erstmal an. Wir haben hier den Rechtsverteidiger aus der Premier League, er ist ein Engländer. 97 Pace, krass, 84 Dribbling, 82 Def, 80 Physis, 80 Pass, 70 Schuss, also außer Schuss fast wirklich Rullet Gang Stats. Ja. Und vor allen Dingen hat er 3 Sterne Skills, ist ja, aber 5 Sterne Weak Foot, also wirklich da schon mal krasse Karte. Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 98. Stellungsspiel 90, der Mann ist da, der ist da. Beweglichkeit 87, Balance 88, geht auch komplett fit, also ist jetzt nicht sau unbeweglich. Ich finde diese Werte wirklich sehr, sehr cool. Eigenschaften, anfällig für Verletzungen und Tempo-Dribbling. Wir haben jetzt keine Karte in der Premier League, finde ich, die man so vergleichen kann. Vielleicht als Engländer, jetzt nicht in der Premier League, aber als Engländer, was Pace angeht, ein Tavernier. Aber da sind die Sternebewertungen und allgemein die Stats nicht zu vergleichen und sonst ist die Karte so, wenn man die so sieht, schon ein Muss. Für ein Premier League Team auf jeden Fall. Oder allgemein, wenn man ihn linken kann. Aber wir gucken uns erstmal an, wie viel die SBC kostet. Das erste Team ist ein Team mit einem Engländer, einer Inform, 84 Rating, 65 Chemie, geht fit. Und dann brauchen wir ein 85er Team mit 60er Bewertung. Geht auch fit. Ich glaube, die SBC kostet im Ganzen so 120k. Klingt viel, aber ihr habt erstmal einiges davon wahrscheinlich schon im Team drin, denke ich. 84er, 85er, safe. Und es gibt einfach keine vergleichbare Karte. Ein Rechtsverteidiger mit 5 Sterne Skills ist sehr krass. Und auch die Werte haben wir uns gerade angeschaut. Von mir kriegt diese SBC auf jeden Fall ein Go, Jungs. Nehmt ihr euch mit, wenn ihr sie einbauen könnt. Überlegt nicht lange, wenn ihr keine gute Alternative habt auf rechts. Dann sagt, ich brauche sowieso dann 9. Auf jeden Fall mitnehmen, Jungs. Das ist meine Einschätzung zu der Karte. Nur mal ein kurzes Video, damit ihr Bescheid wisst, wie ich das Ganze bewerten würde. Nehmt ihr euch mit. Da macht man nichts falsch mit. Ist eine coole Karte, Jungs. Das war mein Video. Meine Meinung zu Fredericks, zu der Food Birthday SBC, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Anreize gegeben, machen oder eher nicht machen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann, haut rein. Aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell tippitippitapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Gülle, Gülle, das wie Danja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.